Ja, da ist es ein bisschen hübscher zu wohnen. In der Gegend hier. Ich kann auch den Sozialismus erforschen. September 33. Strom kommt überall hin erstmal. Das ist sehr gut. Wir haben die Chance, den Ausgang der nächsten Wahl. Ich gewinne die Wahl auch so. Das Wahlergebnis. Das Wahlergebnis, wir haben wieder gewonnen. Kam mal wieder Bürger an. Politik. Ja, die Achsenmächte sind feindlich. Invasionsgefahr sehr hoch. Das heißt, wir werden hier noch in der Abgeschiedenheit ein paar Militärbasen bauen. Ja, da ist es ein bisschen hübscher zu wohnen. In der Gegend hier. Ich kann auch den Sozialismus erforschen. September 33. Strom kommt überall hin erstmal. Das ist sehr gut. Wir haben die Chance, den Ausgang der nächsten Wahl. Ich gewinne die Wahl auch so. Das Wahlergebnis. Das Wahlergebnis, wir haben wieder gewonnen. Es kam mal wieder Bürger an. Politik. Ja, die Achsenmächte sind feindlich. Invasionsgefahr sehr hoch. Das heißt, wir werden hier noch in der Abgeschiedenheit ein paar Militärbasen bauen.
Leute. So, da kommen noch Militärbasen hin. Sind zwar wieder ein bisschen minus, aber wir wurden wiedergewählt. Ja, die Leute sollen sich mal nicht so haben. Verfügbare Jobs 199, Arbeitslos 31, Arbeiterschaft 423, Arbeitslos 195 Leute. Und wir haben genauso viel verfügbare Jobs. Ist das Faulheit? Presidente, stoppen! Militärischer Drill. Es geht ein bisschen anders lang. Noch mehr Maisplantagen. Ich soll noch... Alter, ich baue hier Mais bis zum Erbrechen. Ja gut, die Leute fressen ja auch was weg. So. So, da haben wir das jetzt noch ein bisschen hübscher gemacht. Unsere tapferen Männer sind aus der Schlacht. Ach, und Soldaten sind wieder da. Das ist ja schön. Wir sind wieder fast pleite. Sollen wir noch unsere Panzerfabriken fertig bauen hier? 100.000 heulende Höllenhunde. Ach, Invasion. Es scheint, als gingen die Kriege in Europa endlich zu Ende. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die alle... Wo sind denn meine Panzer? Ah, da fährt einer. Viva el Presidente! Ein Rebell. In diesen so turbulenten Zeiten. Ich bin ungern der Überbringer. Hier ist ja noch Krieg, wa? Die Alliierten haben 2 Einheiten Verstärkung geschickt. Greif meine Kackpanzer da an! Angriff! Zeit abzudanken! Geht doch. Kalter Krieg, Ölindustrie, Tourismusbranche, Erforschen von Raumfahrt, Atomprogramm und Neuzeit. Hammer geil, würde ich sagen. Liebe Zuhörer, es ist Zeit aufzustehen. Selbst ich kann nicht untätig herumsitzen und zusehen, wie ein paar Leute das Ende unserer Natur und Gesellschaft planen. Sie sagen, dass wir arbeiten sollen. So weit ist es gekommen, dass wir jetzt dazu bereit sind? Haben wir denn keine Würde? Haben wir denn keine Freiheit? Haben wir nicht das beste Wetter an den besten Stränden? Kommt zu den Umweltschützern. Dann gibt's einen Rabatt auf alle Cocktails in der Jolly Roger. Umweltschutz? Kommt mir jetzt nicht mit Umweltschutz. Letztes Jahr verhungerten 36 Menschen. Kann ja bald nicht wahr sein. Wer protestiert denn da schon wieder?
Ich würde mich nicht zu früh freuen, aber es herrscht Tauwetter zwischen Ost. Immer dieses protestierende Volk. Wurmpuff, Demonstranten gekauft. Habt euch mal nicht so. Die können doch gar nicht verhungern. Hier wird so viel gefressen und hast du nicht so viel Scheiß. Das geht doch bald gar nicht. Ananas. So viel Mais kann kein Mensch essen. Die sind doch alle nicht ganz dicht hier. 600 Leute brauchen 60.000 Maisplantagen, oder was? Almanach. Bevölkerungswachstum, Hütten. Ich würde mich nicht zu früh freuen, aber es herrscht Taub. Hüttendörfer. Wie sieht's aus mit dem Strom? Läuft. Oh, es lädt mal wieder. Sind so viele Maisplanten. Das ist nicht an der Straße dran. Im Ernst. Im Ernst. Ich würde mich nicht zu. Er soll mal mit vernünftigen Aufgaben kommen, nicht so ein Schnulli hier. Handel! Zucker! Aha, die Russen wollen nicht mit von uns was. Mögen uns nicht, ja? Wir haben eine Ölsorte entdeckt. So, Öl. Ich brauch Geld, Jungens. So, wo bleibt die Kohle? Ja, so viele Häfen.
So, wann kommt denn hier mal Geld wieder in die Hütte rein? Ich muss da nämlich Öl farmen. Und Uran und was nicht hier alles sonst noch so rumliegt. Dann kann man auch eine Ölraffinerie bauen, die Strom braucht. Cool, cool, cool. Ölbohrturm. Und zwar dorthin. Und da auch. Die Arbeiter in der Textilfabrik streiken. Wir haben uns alle Mühe gegeben, die Zusammenhänge der Demo... Mein Telefon klingelt.